Die Phyrexicon fand statt. Anfang Oktober in Baltimore, Oktober 2015 zum zweiten Mal. Im letzten Jahr das erste Mal, jetzt erneut das große weltweite Treffen der Phyrexis-Entwickler und der Phyrexis-Fans von diesem Entwicklerstudio in den USA, das uns die Civilization-Reihe beschert hat, Beyond Earth und viele andere Spiele. Und bei einem Treffen, einem weltweiten Treffen der Entwickler und der Fans dürfen zwei große Gestalten natürlich nicht fehlen. Das ist zum einen selbstverständlich Sid Meier, das Mastermind von Phyrexis, und dann zum zweiten auch selbstverständlich ist das Christian Weigel. Hallo, genau, ich war dieses Jahr auf der Phyrexicon in Baltimore und jetzt quetscht mich Daniel ein bisschen aus, wie es da war, was ich da erlebt habe, wen ich da getroffen habe, was ich da angerichtet und angestellt habe. Unter anderem hast du Sid Meier getroffen, wie man hier sieht, für diejenigen, die euch nicht persönlich kennen, der junge Mann auf der rechten Seite, das ist Sid Meier, und der da links neben ihm sitzt, das ist Christian, Spielerjournalist, Dauer, Let's Player auf meinem Kanal mit mir zusammen und ein guter Freund. Und wer von euch beiden war in dem Augenblick eigentlich der Stolzere? Ja, ich natürlich. Schau doch mal, wie väterlich er sich da zu mir runterbeugt, als würde er mich schon 10 Jahre kennen. Dabei hatte er in dem Moment keine Ahnung, wer ich bin. Ich habe einfach meine Kamera irgendeiner Madame hier in die Hand gedrückt und gesagt, schnell, machen Sie ein Foto von mir. Und bevor Sid reagieren konnte, war es schon passiert. Wollen wir mal schauen, wie die Reise anfing? Bei dir natürlich in Deutschland, aber dann ging es auch schnell rüber nach Baltimore und du bist natürlich gut bewaffnet dahin gekommen. Nee, die Kanone habe ich mir dort von den zuständigen Autoritäten in die Hand drücken lassen. Nee, das Bild haben wir genommen, um mal einen Gesamtübersichtseindruck von Baltimore zu zeigen. So sah es da aus. Wir waren direkt in der Innenstadt, direkt am inneren Hafen. Da lag unser Hotel und 5 Minuten davon zu Fuß entfernt, was echt untypisch ist für Amerika, dass man da direkt hinlaufen konnte, war auch das große Convention Center, wo das stattfand, die Phyrexicon. Ein ehrfurchtsvolles Gebäude, vermutlich ein Wunder, wäre es in irgendeinem Strategiespiel verewigt. In der Civilization-Reihe beispielsweise. Ja, das habe ich deswegen fotografiert, weil mir das Gebäude ganz gut gefiel. Das Hotel ist nicht einfach nur ein Hotel, sondern das war früher das Hauptquartier der Baltimore und Ohio Railroad und genauso wie so ein protziges Eisenbahn-Railroad-Tycoon-Chefgebäude sieht das Ding auch aus. Und innen drin ist es genauso edel, nur da sind die Fotos dermaßen schlecht und grieselig geworden, weil ich natürlich der schlechteste Fotograf der Welt bin. Da habe ich lieber ein Außenfoto gewählt. Ja, aber du hast natürlich auch ein paar Innenfotos dabei und so furchtbar schlecht sind die auch wieder nicht. Und hier haben wir gleich zwei Gestalten, die einige von euch womöglich kennen, nämlich ein sehr, sehr bekannter Let's Player und ein ebenfalls mittlerweile recht bekannter Mitarbeiter von 2K Games, vom Publisher, der eng mit Phyrexis Games ist, ja ein Entwicklerstudio, das 2K dem Publisher gehört. Wer ist wer? Genau, das war direkt morgens noch vor dem Frühstück und bevor wir ins Convention Center gelaufen sind, trafen wir uns in der Hotelhalle zufällig. Ich habe David Hinkle erkannt, den kalifornischen 2K Community Manager, der lief an mir vorbei und hatte diesen anderen jungen Mann im Schlepptau, von dem ich keine Ahnung hatte, wer er ist. Und der wurde mir dann vorgestellt als Beagle Rush, als der berühmteste, also ich finde, er ist der berühmteste und beste XCOM-Let's Player der Welt. Der spielt wirklich super, moderiert ganz toll und aus was für Situationen der sich immer rausmanövriert mit seiner Truppe. Unglaublich. Und dabei ist er ein ganz lieber, netter und bescheidener Mensch. Mit dem kann man sich toll unterhalten. Das ist der Mann auf der rechten Seite links, das ist Dave Hinkle. Und wir können uns natürlich nur beide gegenseitig die Daumen drücken, dass wir bei unserem XCOM 2 Let's Play, was sicher irgendwann noch kommen wird, noch vor dem Release des Spieles, dass wir dann so ansatzweise mit den Fähigkeiten von Beagle Rush richtig konkurrieren können, wohl nicht, aber vielleicht so ein bisschen mithalten, dass es nicht ganz so peinlich ist, wenn man uns zuguckt. Naja, den einzigen Vorteil, den wir ins Feld führen können, ist, dass wir zu zweit moderieren. Er muss das ja immer alleine bestreiten, aber dafür spricht er ja auch immer mit seinen Jungs, mit seiner Squad, als wäre er dabei. Das, finde ich, ist sein großer Vorteil. Apropos zu zweit, es sind noch ganz andere Leute da, die mitunter durchaus überrascht sind, wenn man die Kamera auf sie drauf hält. Links, das ist Pete Murray. Den kennt ihr zum Beispiel, falls ihr dabei wart bei meinem Community-Treffen am Rande der Gamescom im August in Köln. Der war da auch da, hat die Phyrexis-Farben vertreten und für jeden Fan, der dort war, ein offenes Ohr gehabt. Und rechts neben ihm jemand, den wir auch gut kennen und sehr schätzen, das ist Carlo von 2K Deutschland. Sehr, sehr netter Mitarbeiter dort und auch ein glühender Civ-Fan, der das erste Mal bei der Phyrexicon auch mit dabei war und auch das erste Mal Sid Meier gesehen hat und uns im Vorfeld erzählt hatte, wie tierisch er sich darauf freut. Genau, letztes Jahr bin ich ja alleine zur Phyrexicon geflogen, dieses Jahr waren wir als Team dort, war sehr schön. Und das waren dann natürlich nicht die einzigen Leute, die du da getroffen hast, unter anderem auch durftest du jemanden treffen, der sich nicht
zu fein war, dir seine Wumme zu überreichen. Ich fühlte mich tatsächlich sehr, sehr sicher vor Alien-Angriffen auf der Phyrexicon. Da sieht man übrigens im Hintergrund das große Convention Center. Das war riesenhaft und weitläufig. Und dieser Herr hier hatte sich als XCOM-Sturmsoldat verkleidet. Ich fand, er hat ein super Kostüm und eine wahnsinnig realistische Schrotflinte. Ich habe erst da in dem Moment richtig begriffen, wie übergroß eigentlich die Waffenmodelle in XCOM sind, weil ich kam mir wirklich vor wie so ein Kind, als ich das in der Hand hatte. Doch, der war super verkleidet. Ein professioneller Cosplayer, wirklich gut. Manchmal fühlt man sich ja auch als Mensch richtig an die Hand genommen von den Aliens und zu ihnen zu Höhen hochgezogen, ne? Genau. Endlich kommen die Aliens, um uns aus unserem selbst auferlegten Schlamassel hier rauszuziehen. Das war das Thema dieser wunderschönen, riesigen Propagandastatue. Die haben sie für die Promotion-Aktionen von XCOM 2 in Auftrag gegeben. Das Ding war riesengroß, stand da mitten in der Halle herum und natürlich 1A-Fotohintergrund für alle, die da waren. Oh, ich merke schon, man hat dich dort eine Gehirnwäsche unterzogen. Früher hast du so gerne Aliens über den Haufen geballert und jetzt mit XCOM 2, mit der neuen Handlung, die es da geben wird, wechselst du anscheinend die Seiten und bist auf Seiten der Aliens, die Weltregierungen unterworfen haben, die ihnen eine Gehirnwäsche verpasst haben, womit auch immer, ob mit Drogen, mit Implantaten oder einfach nur mit gut zureden, wer weiß. Und kann das sein, dass du auf deren Seite gewechselt bist? Genau, also ich für meinen Teil begrüße unsere neuen außerirdischen Overlords, da sehe ich überhaupt kein Problem, denn die sorgen für Vollbeschäftigung, für freie Parkplätze und für genügend Kalorien für uns alle. Jetzt bin ich ein kleines bisschen eifersüchtig, weil das ist doch eigentlich der Kosename, den du mir immer gibst, wenn wir unter uns sind, Overlord. Ach, ich dachte freier Parkplatz. Ein Blick weiter. Du hast allerdings auch mit anderen Leuten gesprochen, die dir hoffentlich wieder das richtige Kampfbewusstsein und die richtige Identität zurückgeben, auf welcher Seite du zu stehen hast. Richtig, die drei haben mich dann mal ordentlich in die Mangel genommen und mir erzählt, dass der menschliche Widerstand noch nicht gebrochen ist. Nee, das sind drei Fans, die auf der Phyrexicon waren. Die haben auch alle ihr Fan-Mitgliedskärtchen umhängen und auch die betreiben Cosplay, allerdings eine etwas preiswertere Version als der Sturmsoldat vorhin. Es waren nämlich tatsächlich anscheinend gerade diese grünen Army-Pullover irgendwo kaufbar und die haben alle die Chance genutzt, um sich als Bradford zu verkleiden, also als der Basiskommandierende aus XCOM Enemy Unknown. Das sind alles Bilder und Eindrücke, die du in der Vorhalle gesammelt hast und dann ging es natürlich rein und dann waren mal all die Gäste aus aller Welt mal auf einem Foto versammelt. Genau, das war der große Saal, in dem all diese Panels stattfanden, also diese Vorlesungen zu verschiedenen Themen. Und da gingen schon, also ja, der wurde dann später noch voller. Das hat noch eine Weile gedauert, bis hier was losging. Der war dann bis auf den letzten Platz gefüllt, dieser Saal. Und dann stand der Mann auf der Bühne, den wir eben schon im kleinen Zweierfoto gesehen haben. Pete Murray erstmal in die Runde schauend, ein Blick nach links, ein Blick nach rechts, das Mikrofon schon locker in der Hand schwenkend und darauf warten, dass der Startschuss fällt und dass Gäste kommen, die dann auf der Couch, auf dem Sofa da im Hintergrund Platz nehmen, zum Beispiel diese beiden Herren hier. Genau, Pete Murray selber hatte ja ein bisschen die Rolle des Zeremonienmeisters und er hat die verschiedenen Interview- und Panel-Gäste angekündigt. Es gab fünf große Panels. Hier hätten wir zum Beispiel Jake Solomon und seinen Chefingenieur oder Chef-Software-Entwickler-Ingenieur, Programmierer Ryan. Die beiden haben, eigentlich saßen die zu viert auf der Bühne, die haben über XCOM 2 schwadroniert, erzählt und angepriesen, was sie alles Tolles Neues drin haben. War sehr interessant. Was man auch sagen muss, es gibt immer mehrere Teams, mindestens zwei bei Firaxis Games mittlerweile, weil das Studio groß genug dafür ist, sich das leisten zu können. Mindestens zwei Teams, die an zwei Spielen parallel arbeiten. Also wenn man zum Beispiel sagt, oh Gott, jetzt bringen die Rising Tide raus, wie gerade passiert ist, Add-on für Beyond Earth, dann müssen wir vielleicht länger auf XCOM 2 warten, so funktioniert das da nicht. Die arbeiten in separaten Teams und manchmal haben die sogar Zeit. Genau, warte, noch nicht weiterschalten. Man konnte immer, also muss ich dazu sagen, alle Phyrexis-Mitarbeiter, die da rumsprangen, und es waren sehr, 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 sehr viele, es waren bestimmt 50 Mann von Phyrexis, die auf der Messe waren, die trugen alle diese grauen T-Shirts und die liefen alle unter uns Fans und Journalisten rum. Man konnte sie nach Belieben ansprechen und man konnte sie auch immer fragen, woran sie arbeiten. Und ganz viele von denen haben erstaunlicherweise gesagt, ich arbeite an XCOM 2 und an was anderem. Oh, dann stimmt die Legende hier gar nicht, dass die so separat schon sind. Oder doch, haben die immer ein Hauptteam? Ich glaube, die haben zwei Teams. Es gibt einmal das XCOM-Team und es gibt einmal das Was-Anderes-Team. Und das Was-Anderes-Team hat jetzt gerade Rising Tide fertig gemacht und ist gleichzeitig wohl auch das Team, was Civ 6 machen wird. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Unser gemeinsamer Tipp, ich bin da ganz bei Christian, ohne dass wir hier, bevor Gerüchte aufkommen, sollten jetzt unter euch Zuschauern irgendwelche Insider-Infos hätten, die haben wir nicht. Aber unser gemeinsamer Tipp ist von Christian und von mir, Civ 6 wird im nächsten Jahr herauskommen.
Genau, oder zumindest angekündigt werden. Ich bin mir so sicher, ich könnte da einige Hände für ins Feuer legen. Ja, nee. Und da sind ja erstaunlich viele bei Christian, weil wir ja wissen, dass er mitunter auch mutiert und dann absonderliche zusätzliche Gliedmaßen entwickelt. Was willst du denn? Sonst gefällt dir das immer. Ein Blick weiter, bevor es jetzt zu privat wird, das ist noch eine andere Sache. Die entwickeln also nicht nur Spiele außerhalb der Phyrexicon, das ist das Brotgeschäft, sondern mitunter, Christian, auch tatsächlich während des Fantreffens. Ja, genau. Die beiden Jungs rechts, das sind Will Miller und Dave McDonough, der mit den langen Haaren ist Dave. Das sind die beiden Entwickler von Civilization Beyond Earth und auch von Rising Tide. Und im Programm stand tatsächlich drin, die würden einfach über Rising Tide sprechen. Pustekuchen, sie haben was ganz anderes gemacht. Sie meinten dann, sie hätten sich eine Woche vor ihrem Auftritt überlegt, was können wir denn machen, was können wir denn durchführen? Wir machen mal was ganz anderes. Wir machen hier eine Live-Planungssession, ein Live-Brainstorming zusammen mit dem Publikum für ein hypothetisches neues Civilization. Und sie haben uns dann am Anfang dieser Stunde Vorlesung oder Stunde Panel gesagt, so, wir entwickeln jetzt mit euch zusammen Civilization Steinzeit, also Civilization Stone Age, Dawn of Civilization, war die Abkürzung, CivDoc. Und ein Civ, das in der Steinzeit spielt und niemals über die Steinzeit hinauskommt? Ja, genau, ein Civ, was dann sozusagen damit endet, dass man seine erste Stadt gründet und den Ackerbau entwickelt. Und aber alles nur auf dem Papier, beziehungsweise auf dieser Tafel im Hintergrund entwickelt? Genau, alles nur auf dem Papier, das wird es nie geben, das haben sie uns hoch und heilig versprochen, weil der Grund war nämlich, die Civ-Spiele basieren ja immer auf den großen 4X, auf den Exploration, Extermination, die anderen beiden fallen mir jetzt nicht ein, und sie haben sich zu jedem der 4X wie Erkundung, Erforschung, Ausrottung und Erweiterung jeweils einen anderen Phyrexis Mitarbeiter auf die Bühne geholt. Hier zum Beispiel hatten sie Jake Solomon bei Exploration dabei. Mit dem haben wir dann überlegt, wie machen wir das, dass die Karte dunkel ist und dass man nichts sieht. Und wir haben uns dann zusammen mit dem Publikum, Pete lief dann mit dem Mikrofon herum, Publikumseinfälle mit aufgenommen. Zum Beispiel, dass man mit Feuer arbeitet, die Fackel erfindet oder dass die Karte dunkel ist und man dann tatsächlich große Tiere in der Ferne sieht und man nicht ganz genau weiß, bewegt sich die Landschaft, bewegen sich die Hügel, sind das Saurier, sind das Mammuts? Und für einen anderen Part haben sie sich dann jemand anderen auf die Bühne geholt. Mal weiter, hast du, bitte. Hast du selbst eine eigene Idee mit reinschmuggeln können, das Konzept? Nee. Ich hatte die Idee Säbelzahntiger, aber ich war zu langsam. Du warst zu langsam. Am Schluss stiefelte dann Sid Meier höchstpersönlich auf die Bühne und sagte dann, ob ihm das Spiel gefallen hat oder nicht. Was ist dein Eindruck? Er ist ja eigentlich jemand, der sich sehr diplomatisch und sehr freundlich auszudrücken versteht. Genau, er ist ein wirklich, wirklich fürchterlich netter Mensch, aber er hat das Konzept der beiden schon ordentlich auseinandergenommen und hat ihnen gemeint, Jungs, ich bin mir nicht sicher, ob das so funktionieren würde, dass man da wirklich ein Civilization-Spiel hat, in dem man irgendetwas aufbaut. Weil wenn man nur mit einem marodierenden Stamm Neandertaler durch die Gegend zieht, wie soll das laufen? Also das Spiel, was die beiden da entworfen haben, das kam dann eher so auf so eine Art, es ähnelte eher diesem anderen Rundenstrategiespiel Massive Chalice. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, wo, genau, wo die Generationen dann wichtiger sind als die einzelnen Kriege. Haben wir auch im Let's Play gezeigt, wir beide gemeinsam. Stimmt, ja. Also witzig war übrigens natürlich, dass dann tatsächlich eine Woche, nachdem auf der Phyrexicon dieses Steinzeit-Ziff verworfen wurde, wurde ja angekündigt, dass Ubisoft Far Cry in der Steinzeit machen. Hast du mitgekriegt, oder? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Alles klar, egal, sprechen wir jetzt auch nicht wirklich drüber. Ein weiterer Blick in die Zukunft. Nicht mehr in die Vergangenheit, nicht in die Steinzeit, sondern in die Zukunft der Menschheit. XCOM Enemy Within, das war das bisherige XCOM, haben wir auch beide gezeigt in einer kurzen Let's Play-Reihe, haben viele von euch viel gespielt, ein saugutes Spiel, finde ich, total atmosphärisch. Und die Kämpfe, die Rundentaktik-Kämpfe, da machen wahnsinnig viel Spaß. Und da gab es auch mitunter den ein oder anderen riesenhaften Acryl-Krieger zu bewundern. Genau, den kennen wir schon. Ich glaube, den habe ich letztes Jahr auf der Phyrexicon schon fotografiert. Das ist der große Mechtoid oder Mechtoide. Den haben sie für XCOM Enemy Within hergestellt. Und der wurde jetzt auch rüber befördert ins Museum unter großem Aufwand. Die haben da nämlich ein kleines Museum aufgebaut im Convention Center in einem kleineren Raum, wo man unter anderem auch Konzeptzeichnungen zum Beispiel sehen konnte zu Civilization Beyond Earth, Rising Tide oder Kuriositäten wie zum Beispiel, nächstes Bild bitte, das XCOM Enemy Unknown Arcade-Spiel. Also da wurde tatsächlich für die Präsentation damals 2012 für das XCOM Remake das ganze Ding in eine Art Spielkonsole eingebaut, um es auf den Messen präsentieren zu können. Nächstes Bild wäre dann auch zum Beispiel Konzeptzeichnungen der Gegner aus dem neuen XCOM 2.
Da wurde einiges gezeigt. Also ich habe da eine Menge gesehen, was ich vorher noch nicht so in die Finger bekommen hatte. War sehr schön. Das sollte man kurz auch nochmal erklären. Das sind zwei verschiedene Räumlichkeiten, über die wir reden. Im Hotel ging alles los und dann seid ihr zu Fuß ein paar Minuten über das Gelände gedackelt im Pulk zu diesem Convention Center, wo halt alle möglichen Ausstellungen stattfinden und wo sich dann für einen Tag auch die Firaxis Games angemietet hatte und all diese Exponate dort ausgestellt hat und euch da durchgeschleust hat. Genau, dieses Convention Center war riesengroß, hatte eine ganz, also das war wirklich wie mehrere überdachte Fußballfelder auf verschiedenen Etagen. Und die Firaxicon hat tatsächlich nur im dritten Stock einen sehr, sehr kleinen Teil davon eingenommen. Der Rest war tatsächlich belegt mit einer Sport-Tanz-Rhythmus-Musikveranstaltung, irgendwas mit Zumba. Und wir hatten schon wirklich überlegt, als wir reinliefen, ob die Firaxis-Entwickler jetzt Civilization zu einem Tanzspiel umfunktioniert haben, wo man sich seine Forschungspunkte zum Beispiel durch rhythmisches Vortanzen erkämpfen muss. Da tut mir ja vom bloßen Schildern oder geschildert werden schon der Rücken weh. Da brauche ich jetzt mal einen hübschen Sessel, wo ich mich reinpflanzen kann. Was ist das denn? Ja, das ist der berühmte grüne Therapiesessel aus Sid Meiers Büro höchstpersönlich. Der ist reserviert für Leute, der Firaxis-Entwickler, wenn die zu Sid Meier ins Büro kommen und er ihnen erzählt, ob ihre Spiele oder ihre Konzepte oder ihre Vorschläge gut sind oder ob die noch ein bisschen Therapie brauchen. Also hier musste sich Jake Solomon so oft reinsetzen während der Entwicklung des XCOM Enemy Unknown Remakes und jedes Mal von Sid erzählen lassen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich glaube, in diesem Sessel, da ist schon einiges an kreativem Schweiß reingeflossen. Ich habe den auch nicht angefasst. Deshalb ist er auch so grün und wahrscheinlich voller Bazillen, voller Angstschweiß und deren Ex, voller Bazillen, Angstschweiß und Bazillenexkrementen. Da fühlt man sich gar nicht königlich, wenn man in dem Sessel sitzt, sondern ganz, ganz klein, denke ich. Apropos. Da hinten, das ist der König, das ist seine Majestät, der letztjährige Gewinner des XCOM-Turniers, was auf der Firaxicon stattfand. Dieses Jahr gab es sowas nicht, dafür waren zu viele Leute da und sie haben auch abends kein Dinner mehr gemacht mit Bespaßung, sondern um 7 war dann tatsächlich Feierabend. Aber er trug natürlich seine Krone, seinen Patronengurt, seinen königlichen und ja, man hat sich an ihn erinnert. Dort Das konnte man Brettspiele spielen in diesem Raum. Heißt, während die alten Kaiser in Europa auch eine Krone hatten, aber dann vor allem einen güldenen Apfel und ein Zepter in ihren Händen, hat man ihm einfach zwei Patronengurte umgestaltet. Ich glaube, die hat er sich selber umgeschnallt. So viele Menschen aus aller Welt. Bei Firaxis Games war ja früher auch eine Deutsche unterwegs. Das war die Lena Brenk, die wir oft auch hatten auf dem Kanal, bei Livestreams und bei anderen Gelegenheiten, die da als Lead Producer gearbeitet hatte an Beyond Earth selber. Aber eins haben wir ja auch festgestellt, beziehungsweise du auf der Firaxicon. Es gibt auch noch andere Deutsche dort. Wer hätte das gedacht? Genau, nee, das wusste ich natürlich schon seit letztem Jahr. Ich hatte nur zwischendurch vergessen, dass es ihn gibt. Das ist Steffen Drees, der arbeitet an Civilization Beyond Earth Rising Tide in der Qualitätssicherung. Der ist der Chef der Qualitätssicherung, sogar der Lead QA. Und unter ihm arbeiten all diese Spieletester, die professionell für die Firma das Spiel immer wieder spielen und immer wieder spielen. Und alle Bug-Reports und alle Fehlermeldungen, die enden dann bei ihm und er schaut dann, was er tun kann. Also ein sehr netter Mensch, Steffen. Habe mich Ja. bestimmt auch eine halbe Stunde mit ihm unterhalten und ja, sehr brauchbarer Mann. Nicht der einzige Entwickler, den du auch mal persönlich kennenlernen und na, beinahe umarmen konntest. Dann gab es aber mitunter noch eine kurze Phase, wo man sich erstmal ein bisschen mental annähern musste. Genau, das ist Dave McDonough, die eine Hälfte des Entwicklerteams von Beyond Earth und Rising Tide. Und da waren wir noch nicht so ganz vorbereitet, dass jetzt gleich jemand auf das Knöpfchen drücken würde. Aber dann hat jemand gerufen, Cheese, und Plötzlich, dieser die Aufstellung. Special-Effekt trat ein. Genau, plötzlich sehen wir tausendmal sympathischer aus und können auf einmal lächeln. Nee, wir kannten uns schon, wir hatten uns nur vorher noch nie direkt gesehen, sondern immer nur irgendwie auf Skype Interviews gehabt oder sonst wie. Ich musste ihm auch erklären, wer ich bin, aber dann war, ach, sehr klar, natürlich, alles klar. Schön, dass du übrigens für uns ein bisschen Ausschau gehalten hast auf der Phyrexikon nach interessanten Begebenheiten und Menschen. Genau, es gab natürlich auch ein großes Rising Tide-Mega-Pappaufstellerchen, vor dem man sich kunstgerecht in Szene setzen konnte. Ich habe natürlich nicht nur nach Westen geschaut, sondern auch nach Osten. Ja, sagen wir mal nach rechts und links, nach Backbord und Steuerbord Nach oder in die Backbord und eine Richtung und die Steuerbord, andere. genau. Ja, und mitunter sogar einfach nur geradeaus. Genau, manchmal sogar auch nach Bug oder Heck. Jetzt ist der zweite Moment, wo ich ein bisschen eifersüchtig werde. Vor wem anderem salutierst du hier? Ich glaube, im Publikum standen hier tatsächlich Carlo und Pete, soweit ich mich erinnere.
Tja, ich finde ja, das ist eine Ehrbezeugung, die du eigentlich nur mir gegenüber zeigen solltest. Aber da kam auch schon jemand und hat dich, glaube ich, gestellt. Oh ja, oh nein, oh Gott, ja, die Polizei, die Militärpolizei war auch da, also sozusagen die Vertreter von Advent, der gemeinen, fiesen Weltpolizeiorganisation in neuen XCOM 2, die Strohmänner der Aliens, die die Weltbevölkerung kontrollieren, die hatten hier auch eine Soldatin hingeschickt. Die war zwar nicht besonders groß, aber dafür sehr energisch, und sie hatte eine riesige Wumme dabei, die auch größer war als sie. Sie hat ganz, ganz energisch und ganz, ganz versessen darauf, die ID-Kärtchen aller Anwesenden kontrolliert und mit harter Stimme illegale Versammlungen aufgelöst und geschaut, ob wir auch alle tatsächlich der neuen Erdregierung gegenüber loyal sind. Sehr furchteinflößend, die Dame. Und nur die aller loyalsten und unterwürfigsten der Besucher durften sich dann schließlich fotografieren lassen vor diesem Denkmal. Genau, das war tatsächlich nicht selber das Denkmal, sondern es gab da so eine Fotobox, die von zwei Mitarbeiterinnen betrieben wurde. Also da kamen auch echt schöne Fotos bei raus. Da stellte man sich vor einen Greenscreen und es wurde dann ein passender Hintergrund reingepastet. Das links bin ja wieder ich, ganz links die Statue und rechts, den kennen wir auch, zumindest die von euch, die beim Community-Treffen nach der Gamescom am Rhein dabei waren dieses Jahr. Das ist Onno Zahl, der ist Holländer und ist Moderator im 2K-Forum, im offiziellen. Sehr netter Mensch. Sehr netter Mensch, arbeitet in Deutschland, kann auch ein bisschen Deutsch und ist auch sehr viel unterwegs in der Firaxis-Fan-Community. Und dann, anderes Foto, selber Hintergrund. Genau, anderes Foto, selber Hintergrund, andere Menschen drauf, auch wieder ich. Rechts unser guter Carlo von 2K. Schön, dass er direkt über dem 2K-Logo natürlich steht hier. Und in der Mitte Matti Sandquist von der PC Games. Entschuldigt bitte die etwas schlechtere Qualität, das ist kein Originalfoto, das haben wir nur eingescannt. Ein PC Games-Redakteur mit dabei, für die arbeitest du ja bisweilen auch. Und für die GameStar, mal für die eine, mal für die andere Zeitschrift, alles Leute, die du auch kennst. Zwischendurch, zwischen all dem Fotografieren und Reden und besprochen werden, ging es dann auch mal ins Freie raus. Genau, wir haben zwischendurch auch mal ein bisschen frische Luft gebraucht und den einen oder anderen klitzekleinen Burger eingeworfen, da gab es echt gute. Die Jungs waren ganz begeistert von dem Burger-Restaurant Five Guys. Da gab's in Alufolie eingepackte Burger, die zermatscht aussahen, aber super, super lecker schmeckten. Ja, schmeckte hoffentlich etwas leckerer, als es sich gerade anhörte. Das ist der Hafen dort, ein altes Schiff. Und es gibt auch alte Häuser mitten in vielen, eingebettet in sehr moderne. Ja, genau, so sieht im Prinzip der Kern der Innenstadt in Baltimore aus. Also entweder die etwas höheren Glaspaläste oder dann die Ziegelbauten aus der etwas früheren Zeit. Genau, das ist wirklich da der Kern von Baltimore. Und halt Wasser auch zwischendurch. Genau, Wasser, der innere Hafen. Da sind Matti und ich dann mal auf den Hügel hochgelaufen. Wir dachten, es wäre das Fort McHenry, aber es war tatsächlich nur ein kleinerer Park mit Hügel. Und weitere Leute, die auch mit dabei waren, die mit aus Deutschland hingekommen sind, das sind zwei Herrschaften von Rocket Beans. Genau, das sind Dennis und Steffen von den Rocket Beans. Steffen links der Kameramann, rechts Dennis der Moderator. Die waren auch sehr, sehr nett und unermüdliche Mit-Burger-Verspeiser. Ja, schön, dass ihr so viel zu arbeiten und zu essen hattet da. Da seid ihr doch sicher gut gestellt zurückgegangen und konntet euch ordentlich durchrudern durch eure Aufgaben. Genau, ja gut, wenn es Schiffe zu sehen gibt, dann ist mein erster Reflex natürlich Schiffe gucken, Schiffe fotografieren. Und in diesem Convention Center, da, weil Baltimore natürlich ein sehr nautisches Städtchen ist, gab es enorm viele Schiffsmodelle zu sehen, unter anderem auch das hier. Und da habe ich doch gedacht, Moment, das kommt mir doch bekannt vor, das sieht doch aus wie aus Ben-Hur. Laufe tatsächlich hin und schaue dann auf das Beschreibungsschild und da steht, ja, das war original eins der Modelle, was beim Filmen von Ben-Hur damals zum Einsatz kam, wenn man die Ruder- und Galeeren-Szene sieht. Zurück zu Firaxis Games, zurück zur Firaxicon nach eurer Mittagspause, die ihr da absolviert hattet. Und zurück zu zwei Veteranen, Spieleveteranen. Genau. Das war dann tatsächlich abends die Hauptveranstaltung, das Hauptevent. Sid Meier und Bruce Shelley, der Entwickler von Age of Empires, der früher mit Sid Meier zusammenarbeitete, die saßen zwei Stunden lang da und haben über ihre alte Entwicklerzeit gesprochen, als sie noch jung und dynamisch und rebellisch waren und uns erzählten, wie sie heimlich Spiele entwickelten und gegenüber auf der anderen Seite des Flurs, da saß die Finanzabteilung und die hatte keine Ahnung, was die kreativen Köpfe da entwickelten. Sie haben zum Beispiel heimlich zugegeben, sie hätten ein Jahr lang an Civilization entwickelt und die Finanzabteilung, die Suits, die Anzüge, die hätten gar nicht gewusst, was sie da machen.
Die Anzüge dachten die ganze Zeit, sie würden an Sid Meier's Covert Action entwickeln, an diesem Agentenspiel, auf das Sid Meier, naja, nur so dreiviertel stolz ist. Und die mussten denen dann erstmal erklären, was sie da überhaupt ein Jahr lang fabriziert hatten mit Civilization. Konnte ja keiner ahnen, dass das für ein Hit wird. Wie gut, dass man die in Ruhe hat arbeiten lassen. Ein paar Meldungen kamen auch per Twitter rein im Laufe des Abends, wo er da saß, wurden in die Welt hinausgeworfen. Und da habe ich unter anderem gelesen, dass Sid Meier erzählte, dass er Civ zwischenzeitlich beinahe als Echtzeitspiel entwickelt hätte und dann am Schluss sich erst gesagt hat, ach nee, mache ich doch lieber Rundenstrategie. Genau, hat er wirklich erzählt. Die Welt würde wahrscheinlich anders aussehen, wenn Civ ein Echtzeitstrategiespiel geworden wäre, aber ich mag es mir gar nicht vorstellen. Nee, sie beiden haben sehr schön in Erinnerungen geschwelgt über Railroad Tycoon oder andere Civilization-Titel, an denen sie früher viel Spaß hatten. Und was mir auch gar nicht so klar war, war, dass sie, was die Forschung angeht, zum Beispiel für Civilization, die beiden haben keine richtigen Geschichtsbücher gewälzt, sondern sie sagten, wenn sie irgendwas an historischer Hintergrundgeschichte gebraucht haben, die beiden sind in die Bibliothek gegangen und haben die Kinderabteilung durchsucht, die Kindergeschichtsbücher und die Kinderwissenschaft. So viel also zu wissenschaftlichem Hintergrund. Das habe ich übrigens auch von anderen Kreativen schon gehört. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Interview gemacht mit Wolfgang Holbein, mit dem Fantasy-Schriftsteller, Bestseller-Autor, und der erzählte das auch, wenn der historische Hintergründe recherchieren muss für Fantasy-Bücher, die ihn im Mittelalter spielen, wo er irgendwelche historischen Details braucht oder ähnliches, dann geht er teilweise auch in die Stadtbibliotheken, in die Kinderabteilung, weil er sagt, bei einem gut geschriebenen Kindersachbuch oder bei einem gut geschriebenen Kinderroman, da findet man auf ganz kompaktem Raum alle Infos, die man braucht. Genau, das ist schön kondensiert und eingedampft, und man braucht ja, um in Civilization das Rad oder das Schießpulver zu erfinden, braucht man ja keine Doktorarbeit zum Thema, sondern man braucht diese Informationen schön auf dem Silbertablett. Mhm. Zwischendurch, zwischen all den Vorräten, wieder viele Gelegenheiten für Fotos machen, für Menschen umarmen, für Anekdoten austauschen und so weiter. Wieder Pete Murray im Bild mit Christian, und man sieht, ihr kennt euch schon eine ganze Weile und könnt euch auch gut schätzen. Das ist das Bild, was wir am Anfang gesehen hatten. Sid Meier, der kurze Moment, wie viele Sekunden waren es? Das waren ungefähr 10 Sekunden. 10 Sekunden, immerhin. Aber vielleicht die 10 wichtigsten, oder? Ja, schon. Und dann hat er mir noch ein schönes Autogramm gegeben auf meinen Presseausweis, also auf den Umhängeausweis, wo eine nette Dame mir dann auch gleichzeitig noch einen Permanentmarker zur Verfügung stellte. Sie hat mich dann gefragt, möchtest du Silber oder Rosa haben? Und ich glaube, Sid hätte bestimmt auch in Rosa unterschrieben, aber egal. Und ein Foto weiter. Danach musstet ihr erstmal Kalorien tanken gehen. Die Nummer war dann um 8 zu Ende. Es wurde alles abgebaut. Es gab kein Abenddinner. Statt Abenddinner sind wir dann mit Carlo und anderen 2K-Leuten und internationalen Journalisten, da waren noch ein paar Holländer dabei, und unter anderem auch Voter, der holländische 2K-Kontakt, den sieht man hier in der Mitte mit dem Teller. Wir sind dann erstmal ins Hafenviertel gefahren, nach Fells Point. Das ist wirklich da der wirklich ganz alte, ziegelhäusigere Hafenkiez von Baltimore, und haben uns mit Pizza vollgestopft. Das war super. Und anschließend bist du dann sicher todmüde in dein Bettchen gesunken. Andere Leute wiederum, die haben sich danach auch flach gelegt. Allerdings sind die vielleicht umgeschubst worden, um besser wegtransportiert zu werden. Oh ja, genau. Das war das traurige Ende des neuen frischen Sektoiden aus XCOM 2 von der großen Statue. Sieht ein bisschen lächerlich aus, wie er da liegt, oder? Gar nicht so dynamisch aufstehend mehr. Und dann noch dazu dieses Achtung, nasser Fußbodenschild. Es ist schon zum Kugeln. Ihr Lieben, liebe Zuschauer, falls ihr jetzt ein bisschen neidisch seid auf Christian und euch sagt, hey, der darf da hinfahren, ich durfte nicht, habt ihr nicht irgendwas für mich vielleicht auch? Ja, haben wir tatsächlich. Für euch, für die lieben Zuschauer meines YouTube-Kanals, für meine Community in meinem Community-Forum spendiert 2K Deutschland 3 Gratis-Exemplare von Rising Tide, von dem frisch erschienenen Add-on für Civilization Beyond Earth. 3 Box-Exemplare, die werden euch nach Hause hingesandt. Wie ihr die bekommen könnt, in einem Thread in meinem Forum. Dort werde ich die verlosen unter all den Leuten, die dort posten. Weitere Infos dazu findet ihr in der Textbeschreibung dieses Videos. Und Achtung, hier gibt es natürlich auch eine Frist, wann die Aktion ausläuft. Das könnt ihr euch alles in der Textbeschreibung zu diesem Video durchlesen. Vielen lieben Dank, Christian, für die vielen, vielen Erzählungen, für diese kleine Diashow. Und euch allen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss.